Naja, weil du hast dreimal in der Nacht nicht geschlafen, ihr waren Phantome. Oh. Ja gut. So, waren schon Schleimis hier? Nee, ich habe einmal ein bisschen Bäume weggemacht, damit man es besser sieht. So eine Arschgeigen. Vorsicht. Ich habe leider keinen Pfeil und Bogen, ich kann nicht drauf schießen. Der Darko beschützt uns. Ja, ich dachte mir, hilft jemand. Gerade. Ich dachte mir, hilft jemand. Jo, ist tot. Da ist ein Slime. Wo? Lass mich das machen, ich hab Looting. Was für ein Looting? 3. Ja, hab ich auch drauf. Ach ja, scheiße, stimmt, da war ja was. Ich kann mich jetzt um das Skelett hinter dir kümmern. Jetzt hat sie mich wieder. Danke. Ich hab 29 Slimes. Läuft. Brauche ich nicht. Die Pfeile behalte ich, das Fleisch brauche ich auch nicht. Warum hat hier jemand ausgelöst? Ich, weil ich eine offene Fackel habe. Und ich gegessen habe und dabei auf den Boden geguckt habe. Wollen wir wieder auf unseren Baum, falls noch einer spawnt? Oder hier einfach durchlaufen? Ich würde nochmal auf einen warten, weil 29 ist nicht viel. Das sind halt 29 Sticky Pisten, das war's. Oh, Phantome. Aber die sind ja auch auf mich. Aglo. Ich gerade? Nö, ich hab den eben, der mich angegriffen hat, gerade geklatscht. Nee, ich hab von irgendwas Schaden bekommen. Ich dachte, das wäre ein Phantom. Ich muss ganz kurz irgendwo in Sicherheit. Ja. Hier ist ein Skelett. Ah. Hä, ich treffe das Scheißvieh gerade nicht. Oh, ich hab bloß noch 4 Herzen. Arschgeige, so. Zwei, was? Ne, eine Phantomhaut. Ja, ich habe auch nur eine. Ja, ich muss ganz kurz raggen. Ich sehe hier auch gerade, ist ja kein Schleim oder sonstiges. Können Slimes nicht unabhängig vom Light Level spawnen? Also, aber nur halt nachts? Nee, sind auch Mobs. Unterirdisch spawnen sie auch, wenn du Fackeln setzt und sonst keine anderen Mobs spawnen. Okay. Na gut, hier sind genug andere Mobs. Das kann sein, weil hier so viele Tiere und Mobs sind, dass die die Slime-Spawns verhindern. Müssen wir halt ein paar Tierchen töten. Ach komm, fick die Skelett. Ach da. Gibt's auf einem Bogen eigentlich Hier Flame? Ist ein Mini-Slime. Ja, für Bob gibt's Flame. Ja, mehr als nur eine Flame-Stufe? Nein, nur eins. Also Flame. Ganz normal. Autsch. Das weg. Ich habe 7 Slimes im Gepäck. Soll ich die mitnehmen? Oder? Jupp. Ich werde von irgendwas angeschossen. Ja, von einem Skelett. Hinter Darko. Wow! Jupp, ich muss mal ganz kurz. Das Skelett macht 1,5 Herzen. Ja. Dachte ich mir auch so.
Ich wollte halt klatschen wegen den Pfeilen. Ich krieg aber mehr als 10 Pfeile raus. Nice. Was? Ja, aus dem Skelett habe ich 12 Pfeile rausgekriegt. Nie und nimmer, oder? Doch. Ich habe ja auch Looting 3 auf dem Schwert. Ja, was noch nicht gehört hat. 12 Pfeile. Ich will jetzt einfach mal den OP, oh Gott, ab in Reichweite. Für was sind eigentlich nochmal die goldenen Karotten gut? Essen. Regeneration und Essen. Also Regeneration, die Nightvision in Tränken. In Trankform Nightvision, ansonsten sind sie eine der besseren Futtersachen. Weil sie dich auch am Betten hochregen. Okay. Ah, ui, ui, ui. Jetzt, wer hat sie? Wer hat sie? Na, ich. Die sind aber auf mich aggro. Weil ich unter einem Baum bin. Das sind 4! Oh je. Oh, sorry, Hike. Und da war ich im Wasser. Du bist mir halt exakt, als ich zuschlagen wollte, davor gerannt. So. Das sah halt so gut aus meiner Perspektive aus. Bereit machen, zuzuschlagen. Er kommt und... Holland, das war Hike. Na gut, das war's mit der Nacht. Jo, weiter oder... Wir haben ja bei uns um die Ecke auch noch einen Sumpf. Der nicht mal so weit weg ist. Ja, klar. Dann geben wir was abzünden. So, wir können. Oh. Wir sind immer noch aggro. Weil das macht ein halbes Herz Schaden. Komm her, Skelett. Warte mal, Falk. Allein, wenn sie jetzt schon keine Kuh klatschen kann, nimmt er sich ein Hühnchen vor. Ich will halt einfach nur einmal zuschlagen, aber die sterben halt alle. Willst du das nicht hier im Vorbeigehen, so ein Schaf einfach mal so schlagen? Willst du etwas Schafe umschubsen? Das macht man normalerweise eigentlich immer nur mit Kühen. Links oder rechts? Da kommt hier wieder ein Redwood Forest. Ich bin für links. Ich bin allein gerade auf. Absolut. Das heißt doch nicht Redwood Forest. Oder Dark Oakwood. Meine Güte, das sind halt fette Bäume. Redwood Forest war damals Utopia von Society. Ja, oder generell war es so Plenty halt. Das ist ja, und wollt ihr jetzt rummimimin? Wartet mal, heute ist Donnerstag, ne? Ne, Mittwoch. Mittwoch. Heute ist Mimi-Mittwoch, stimmt. Achso, ich wo seid ihr? Der AK, der Mimi. Der Mi-Mittwoch. Links ist wieder Ozean. Aber da fahren wir wieder rückwärts. Und da kommt schon wieder der nächste Sumpf. Oh. Wir sind mittlerweile so weit von zu Hause weg, ich sehe nicht mal mehr unseren AK auf der Karte. Ich hätte ernsthaft vorher einen Lodestone und einen Kompass craften sollen. Warum? Oder die einfach die Koordinaten merken. Lodestone und also wenn ich auch einen Lodestone mit einem Kompass rechtsklick mache, wird der Kompass darauf gebindet und zeigt immer dahin. Ich habe keine Lust zu schwimmen. Deswegen hat man ja auch ein Boot parat. Oder man kann halt gut jumpen ran. Nur man schwimmt einfach. Was das einzige Dumme beim Boot ist, fährst du gegen eine Lilypad, sammelst du die automatisch ein. Ike hier lang.
Wo ist CO2? Weiß ich gut. Euch. So schräg so lang. Eine Mod vermisse ich gerade. Und zwar die Nature Compass Mod. Was ist das für ein Mod? Du hast einen Kompass, also nicht nur, ist kein normaler Kompass, den craftest du aus Natur, also aus Naturmaterialien, glaube ich, war das. Wenn jemand einen goldenen Apfel. Und der zeigt dir, also den kannst du rechtsklicken und dann kannst du eine Liste mit allen möglichen Biomen, die es gibt, und du kannst ja auch halt eins markieren und sagen, dass er dahin zeigen soll, und du kriegst dann so eine Anzeige, wie weit du von diesem Biom entfernt bist. Ne, die Frage ist, ob es das auch als Plugin gibt. Ich glaube nicht. Boah, ich kann dieses Biom bald nicht mehr sehen. Lieber das als irgendein hässliches Bergbiom. Oh, ja, ein Tigerbiom. Davon haben wir mittlerweile auch genug gesehen. Ich glaube aber, ich werde als nächstes einen Kartografen anlegen. Und den immer wieder hochtraden und gucken, weil ich glaube, die können auch Dschungeltempel, also Karten, wo angezeichnet werden, ja, wo ein Dschungeltempel ist. Ja, machen sie auch. Ich weiß, dass es für Menschen gibt, aber ich weiß auch nicht, ob es auch für Dschungeltempel gibt. Ach so, für Menschen, ja, nee, für Dschungeltempel gibt's die nicht. Das ist halt wirklich seltsam, ey. Keine einzige Wüste bis jetzt oder Dschungel. Immer dieselben Biome. Kommt der nächste Sumpf. Du musst es positiv sehen. Hinter jedem Sumpf hast du die Chance, dass du dein gewünschtes Biom zu finden. Ja, bloß irgendwie kriegen wir mal die Ecke, also die Seite vom Sumpf, wo kein Dschungel ist. Ich renn mal hier rum. Ich schon mal quer durch. Mach das, ich renn mal eben mal um den Sumpf rum. In der Hoffnung, dass da vielleicht irgendwo was ist. Weil da in die Richtung, wo Dago ist, gab's nur einen Berg. Mhm. Auf der anderen Seite sehe ich Plains. Ich sehe nur Plains und Berge. Und ich sehe tausende Tintenfische. Ist schon mal so quer in Ikes Richtung. Und hier ist schon wieder ein Hexenhäuschen. Mit einer Hexe drin. Ja, die spawnen da drin. Also eine macht. Jetzt nicht mehr. Hey, wo seid ihr? Ich dachte, ich wäre über den See rüber. Ne, ich bin links rum gerannt. Und ich bin jetzt. Ich hab mich angepasst. Bin jetzt auf der anderen Seite. Hm. Und kommt wieder Ozean. Und ein Berg mit Tiger-Biom drauf und oh. Ja, das sehe ich auch. Ja, jetzt wartet mal. Ich finde euch sonst eh nicht wieder. Ich sehe eigentlich auch nicht. Ich bin schräg. Ich bin bei dem Hexenhaus. Ja, ich sehe dich. Ich habe noch nie mal ein Hexenhaus gesehen. Wohnst du nicht in einem? Ich habe ein schneebedecktes Biom. Das ist neben uns. Aber ich finde euch nicht. Bitte weiter links, wenn du drauf guckst. Kann denn der Kackregen jetzt mal aufhören? Also ich bin bei minus 14.250 und 3.250. Minus 14.200 und minus auch ein plus 3.175. 175? Ja, 3175. Ich bin bei 14.218, also minus, und einmal bei 3202. Das kann schon nicht sein. Ich bin bei minus 14.218 und plus 3202. Das kann sein, ich sehe Ike. Ich hab 13.000 verstanden. Boah, ich wollte schon sagen, ich habe aber meine Koordinaten offen. Ich habe Videobeweis.
Wollen wir wieder zurück und ihn hier allein lassen? Das Problem ist, er weiß, wie er zurückkommt. Dann muss ich sag mir so, sobald ich euch nicht finde, hau ich wieder ab nach zurück. Ich finde euch halt echt nicht. Bist du auf dem schneebedeckten Berg? Ja. Da komm da runter, wir sind in dem Sumpf davon. Der Sumpf ist leider größer. Sag mal deine Codes. Minus 14.280 und 3.200. Bleib stehen. Ich sehe das Hexenaussicht zum ersten Mal. Ja, bleib stehen, wir kommen. Ich sehe Name-Tag. Na dann. Können wir weiter Richtung Süden oder welche Richtung? Süden kommen wir zurück. Nordwest. Ja, das ist auch eine gute Idee. Ich bringe mich ganz so langsam wieder zurück. Ja, dann. Ouch. Hier ist halt nichts, wofür sich erkunden lohnt. Ja, das ist halt richtig kacke. Ich hätte mir halt die Chords, so schnell habe ich nicht gedacht, ich hätte mir halt die Chords aufschreiben müssen vom Dschungel, bevor er eigentlich zerpetert. Ganz zu Anfang. Ja, du, ich wusste ja bis dato noch nicht mal, dass ich solche Bäume brauche. Das kommt immer erst, wenn ich anfange zu bauen. Da kriege ich die übelsten ich Ideen. Wir sind geradeaus zwischen Berg und Sumpf weitergerannt. Also einfach straight Richtung Süden. Straight Richtung Süden. Hä? Am Wasser? Ab da. Da bist du doch. Ne, die ganzen Ideen kommen mir immer erst, wenn ich baue. Eigentlich, wir müssen Südosten, um genau zu sein. Ja, ich laufe jetzt erstmal hier lang. Warum habe ich Holz hier im Inventar? Weil ich im Sumpf vorhin Holz abgebaut hatte. Wo ist Ike? Noch hinter uns. Ich sehe eure Nametags, keine Sorge. Ich muss halt auch ab und zu mal was schnabulieren. Ich bin bei Ike. Also ich sehe, ja ich sehe. Ich sehe Darko. Offiziell weiß ich immer noch ein Boot nimmt. Warum nicht? Da hinten ist noch was Rotes. Was war das für ein Geräusch? Phantom. Oh ne, schon wieder Nacht. Fünf Stück, die gehen alle auf CO2. Und eins okay. Auf Darko. Boah, jetzt nervt mich nicht. Aber so viel Damage machen die nicht. Nein, also sie nerven. Jetzt gehen sie auf immer alle auf mich? Was für Kackbratzen. Oh, wer schießt denn hier Pfeile? Ich will die klatschen. Jetzt sammelt der meine Haut ein. Boah, nö. Jetzt hab ich keinen Bock mehr. Nö. Jetzt hab ich echt keinen Bock mehr. Sonst willst du immer beholfen werden und jetzt darf man nicht. Ich hab gesagt, ich will die klatschen. Ne? Ike. Dankeschön. Ja. Nö, deine nehme ich nie an. Das ist geklaute. Nö. Ike, schon wieder falsche Richtung. Ja, so. Ich komm schon. Kann etwas dauern. Marco, nicht so schnell! Oh, das muss ich machen, wenn es aufhört zu regnen.
Oh ne. Hä? Sind die auf mich aufgelegt? Ja. Die gehen irgendwie immer auf jeden drauf. Skelett. Creeper. Wasser. Wie Wasser? Ich hab ein Schandfeld. Achtung, hinter dir. Ja, die, macht, die machen doch nicht viel Schaden. Ich glaube, wir können einfach gehen. Im Wald können die uns eh nicht treffen. Ich hasse Regen in Minecraft. Genauso ja, wie den Schnee. Ich wollte gerade sagen, weil in echt hast du Regen doch auch. In echt? Nö, in echt mag ich Regen. Weißt du? Ja. Krieg ich später einen von den eine Haut wieder. Kannst du dann später haben, ja. Ich weiß, was der erste Trank sein wird, den ich brauche. Levitation? Es gibt keinen Levitation-Trank. Nein, wie heißt der mit den Elytron? Elytra? Bringt mich komplett durcheinander heute. Ich muss aber jetzt halt auch gerade hart überlegen, für welchen Trank braucht man die nochmal? Slowfall. Naja. So, kriege ich jetzt ein passendes Bild hin, ohne angegriffen zu werden von so einer fucking Spinne? Scheiße. Wo ist denn das Vieh? Komm zu mir. Komm. Brava. Haha. Wir können weiter. Oder willst du klatschen, CO2? Ja, ich würde sie klatschen. Die geht auf Dark. Hier, ich will. Keine Angst, kriegst die Haut dann. Und warum hast du jetzt eine Fackel gesetzt? Keine Ahnung, weil ich's kann. Ja, war klar, hier rennt drei Mann rum und das Skelett ist auf mich aggro. Ja, irgendwen muss es ja treffen. Dich? Bin zu flink. Aua, wer hat mich gehauen? Also ich glaub, war weit... Der wollte mich hauen. Weit hinter euch. Ich glaube, Ike wollte mich hauen. Nee, ich war weit hinter euch. Ihr seid da runter, da stand ich noch oben drauf. Da seid ihr. Also CO2, das muss man erstmal hinkriegen. Versuch auf den nächsten Baum zu springen und genau zwischen beiden Bäumen zu landen. Ja, und dann im Fall der Creeper noch eine mitzugeben. Wo ist Ike? Bei dir? Achso, ich habe nur CO2 hinter mir gesehen, darum. Da ist ein Skelett, da ist eine Spinne, da ist ein Zombie. Da ist das Meer, endlich. Da ist eine Hexe. Und hier ist Lava. Und ja, zwei Endermans. Hat die Hexe auch noch Unterstützung von den Schwarzen? So. Wo ist Ike? Hier ist unter dir. Oh! Sechs. What the fuck? Sechs das Stück. Immer mehr? Scheint so. Ihr kriegt mich nicht, ihr kriegt mich nicht.
Oh, das wäre jetzt ein geiles Thumbnail gewesen. Kommt man nicht. Die werden immer schneller. Kommt ihr? Ja, Moment. Ich sehe euch nur Kreise fahren. Seid ihr auf mich aggro? Ja. Es wird schon wieder Tag. Naja. Ach, da sind zwei Brötchen. Mann, 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 ey. Nicht ein ordentliches Biom bei uns in der Umgebung. Das ist richtig abfuck. Umgebung würde ich es auch schon nicht mehr nennen, wo wir hingefahren sind.